denn für eine Sprache? Botany Manor by Wildhorn Games. Botany Manor.
1990. Forgotten Flora. Liebe Arabelle. Achievements. Wildblumen. Wichtiger Hinweis. Windmühlenkraut. Standort des Saatguts Wintergarten. Volcanic Flower. Samen. Um die Stiegelöfen wieder zu filtern, aber ich muss mich erst über ihre Temperaturanforderungen informieren. Place Pot. Stelle den Topf auf einen Untersetzer, gib Erde in den Topf, pflanze den Samen ein, gieße den Samen. Jetzt gießen. Die nur in Sizilien wächst. Okay, da müssen wir den Topf hinsetzen. In Sizilien. Das Windmühlenkraut heißt Volcanic Flower. Volcanic Flower, Sizilien, 60 Grad.
Irgendwo muss ja noch ein Hinweis sein. Irgendwo muss ja noch ein dritter Hinweis sein. Vielleicht war das der Hinweis? Nee. 60 Grad und Sizilien. Also stellen wir auf 60 Grad. Hammer. Und machen das Ding an, ne? Schön. Jetzt können wir den Typen irgendwo hinstellen, wo die anderen Blümchen sind, ne? So, und du? Jawohl. Nur die Harte kommen in die Garde. Wir rennen, LB rennen. Wo sieht man denn, was ich als nächstes machen muss? Und was war das mit dem weißen Rand? Sprint, Herbarium. Erstmal speichern. Ah, warte mal, hier müsste das. Okay, das war das erste Kapitel. Aufmachen, Polizei. Ich bin gerade mit Recherchen beschäftigt.
Bitte legen Sie alle Lieferungen im Torhaus ab. Das wird ja dann wohl hier sein. Wir können nicht hüpfen. Das ist, glaube ich, im Game Pass, ne? Ja. Aber heute Nacht kriege ich ja vom Reap House Flipper. Dann kann ich es morgen früh direkt anfangen. Zack, jawohl. Wir singen Flipper, Flipper, kleine Delfin. Das ist, glaube ich, immer noch nicht im Store, ne? Nee. Alter, was für Länder das schon spielen. Niederlande, Polen. Polen würde ich ja noch verstehen, weil es Frozen District ist. Wir singen Flipper, Flipper, kleine Delfin. So, wir gehen natürlich wieder chronologisch vor. Gesetzt haben wir uns schon. Ich gehe am Stock, du. Irgendwas hat es bestimmt mit dem Knüppel auf sich. Obstgarde. Ja, nur die Harte kommen in die Garde. Da sind wir reingekommen. Dann gucken wir hier nochmal. Einfach mal die idyllische Ruhe hier im Garten genießen, du. Quack, quack, quack.
Inspiziere eine Ende. Ende gut, alles gut. Oh, guck mal da, du. Ein Brief von der Schwester. Schwester, Schwester. Okay, also da haben wir den. Da müssen wir wahrscheinlich gleich hin, ne? Können wir schon mal der Erde reintun. Windmühlenkraut brauchen wir ja nicht erstmal. Wie viel Samen haben wir denn da überhaupt? Steht gar nicht da, du. Weiter geht's. Liebe Arabelle Green, Stammbaum, hm? Ja. Große Treppe. Was bedeutet das? Große Treppe. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon, das wird umfangreich, du. Ich sehe schon, das wird ordentlich umfangreich. Guck mal, da ist ein Blümchen mitten im Wohnzimmer. Okay, wir sind da reingekommen und gehen erstmal links durch. Haben das hier uns angeguckt, haben das Buch genommen, sind hier und gehen jetzt ins Esszimmer. Botanische Volksmärchen. Das scheint mir ein ziemlich umfangreiches Spiel zu sein, du. Eigentlich müsste ich mir es ja aufheben,
Weil es ein Game Pass-Ding ist, ne? Folklorebuch. Speisesaal. Weggereapt. Schlüssel. In die hintere Terrasse. Oh, da fotografier mir die Pflanze mit. Jetzt guck mal da, du. Fülle den Behälter mit Blitzpulver, schließe den Behälter, drücke den Knopf. Ja, aber was die Abfolge angeht, was wir zu machen haben, wird mir so ein bisschen im Unklaren gelassen, finde ich. Also ich kann mir denken, dass ich jetzt hier diese Fulguria erstmal alle Hinweise sammeln muss. Schwefel, Kalium, Magnesium, Phosphor, Natrium, Zink, okay. Jetzt können wir entweder die Treppe hoch oder wir machen da unten erstmal den Gang fertig.
Ja, die Wachstumsanforderung. Ach, ich habe gedacht, wir sind hier hochgekommen. Der eine hieß Ulux vulgaris. Der ist da gar nicht aufgeführt. Grauhörnchen. Alter, das ist groß. Jimmy hat schon wieder einen Mörser kaputt gemacht. Vier Hinweise fehlen noch. Ich weiß nicht genau, ob ich schon das Ding pflanzen soll. Das ist eine gute Frage.
Okay, hier wiegt man irgendwas ab. Hier haben wir das nächste Buch. Kastanien. Lege die Nüsse in die Pfanne über dem Feuer und warte, bis du ein Knacken hörst. Habe ich noch nie was mit anfangen können. Weder mit Kastanien noch mit Esskastanien. Überhaupt nicht mein Ding. Birke, Kirsch, Ahorn, Eiche. Ah, wegen dem Räuchern. Hat er vorhin nicht irgendwas gesagt mit Räuchern? Oh, schnell weg, bevor der Reaper sieht. Geräusche, du wascht. Ich denke, dass er da lange Finger kriegt, oh. Birke, Kirsch, Ahorn, Eiche. Ja, aber irgendwie, was ich vermisse, ist, dass ich die Hinweise zuordnen kann. Das Einzige, wo wir jetzt noch nicht waren, ist die Treppe da hoch. Irgendwo, wo waren das? Da.
So, da war's, ne? Ja. Dass man nochmal da reingucken könnte, was genau die Voraussetzungen sind für die Pflanze, weil jetzt habe ich die und weiß gar nicht so richtig, wie ich sie zum Blühen kriege. Vielleicht mit dem Foto. Während Blitze einschlugen. Okay, also müssen wir mal gucken, wo das Fotoding war. Irgendwie müssen wir das Fotopulver aufnehmen. Leeres Pulver. Okay, also müssen wir rausfinden, wie wir das Blitzpulver herstellen können. Und vor allen Dingen fehlt uns ja so eine Karte, ne? Also wie macht man dieses Blitzdings? Wie macht man das Blitzpulver? Das ist jetzt die große Frage. Wie macht man das Blitzpulver? Das stand aber auch nirgends, oder?
Ja, er schreibt ja hier, ihm ist das Blitzpulver ausgegangen. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist, dass es teuer ist. Eine fehlerhafte Mische, das kriegen wir ja wohl hin. Ja, schade, ich brauche irgendwie einen Hinweis, wie wir das. Tja, irgendwie muss ich die doch anrühren, oder? Täusche ich mich da? Vielleicht finde man einen Shortcut.
There's no clue for the door. It's not meant to be opened. Kommt er ja auch nicht mehr drauf, ne? Oder? Das Einzige, was wir mal gucken können, ist auf dem Fläschchen, was da unten war. Auf dem Fläschchen, was... wo war sie? Da. Kalium und Magnesium. Zweimal Kalium, einmal Magnesium. Zweimal Kalium, einmal Magnesium. What the fuck? Zweimal Kalium, einmal Magnesium. Jawohl, krieg ich voll einen Kolben. Zack, Abfahrt. Baue die Bulgaria an, schön.
Die müssen jetzt irgendwo gescheit präsentieren, ne? Eschenflieder. Eschenflieder. Datumposter. Aber die Hinweise waren Datumposter, Pyrofolie, Kochbuch, Saatgutlochbuch. Da muss ja irgendwas drauf, was ein Gegengewicht bringt. Irgendwas mit den Nüssen, ne? Warte mal, der Teich ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Das heißt, wenn wir das Blümchen da vielleicht ans Wasser stellen. Wo haben wir das gepflanzt? Da draußen, ne?
Irgendwas hat er mit Teich gesagt. Teich ist zu dieser Jahreszeit wunderschön. Kam er nicht von der anderen Seite noch mit raus? Mehl, Eier, Milch, Lauch. Ja, wir haben aber noch keinerlei Hinweise, wie wir da oben rein kämen. Ah, da war auch ein geheimes Ding. Wirf eine Blume auf den Kompost.
Jetzt müssten wir wissen, wo der Kompost ist, ne? So, das war unser Ersteindruck zu Botany Manor von Whitehorn Games ist auch im Game Pass. Botany Manor by Whitehorn Games. So, dann kreieren wir hier auch direkt